und mehr Arbeiter ich brauche. Oh, sehr schön. Genug Punkte für den Recken. Gut, ich habe aber immer noch kein Gold für den zweiten Roster. Das sollte ich jetzt mal dringendst lösen. So, die beiden Punkte mal vergeben. Gold. Wandle ich erstmal wieder alle Pilze um. So, hau ich mal einen Recken raus und hier hau ich einen Schamanen raus. Der kostet was? Ach, der kostet 5 Materialien. Ach komm. Ich dachte, der kostet Nahrung. Mistkerl. So, bringt das Gold. So, dann tun wir schon mal den Squad etwas um. Switchen. Wie viel kostet das? 10 Pilze. Na, warten wir mal, bis wir 20 Pilze haben. Ich glaube, 20 Pilze kann man in Demonum Explosio. Kann man, glaube ich, 20 Pilze in 5 Materialien umwandeln. So oder so ähnlich war das. Hoffe ich jedenfalls mal. Schön ist, dass der Pilzraum immer nah genug an den Kammern ist. So, reicht das? Ja, das reicht tatsächlich. So, her mit dir. Als nächstes der Minotaurus. Da ich den Schreckensfürsten ja leider nicht in den Raum setzen kann. Weniger Gesundheit, aber viel mehr Rüstung als der Minotaurus übrigens, hat der Schreckensfürst. Obwohl, als nächstes brauche ich erstmal das Arcanum. Wie sieht es mit Einheiten aus? Fehlt noch eine Art von Einheit, dann kriege ich wieder die Seed-Point. So, aber dazu brauche ich erst einmal... Ah, ich habe ja jetzt das Gold, gut. Nein, so rum. Trainieren gehen und jetzt brauche ich... Ich habe ja Rüstungen freigeschaltet, genau. Brauche ich nochmal Materialien. Also geht Trupp 1 los, nochmal Materialien für mich besorgen, dass ich die beiden Trupps upgraden kann. Und dann machen wir erstmal hier ein bisschen Randale. Ein paar Höllenhunde, ein paar... Ah, der Trolleton hier. Den kann ich ein bisschen mit der Zeit runterritzeln. Dafür brauche ich Sarkanum. Das hätte ich gerne als nächstes. Mauerfalle, doppelte Mauerfalle, Bodenfalle. Die Seapoint für den Überfall, sehr schön. Also hier mit dem Arcanum. Obwohl ich glaube, als nächstes sollte ich noch ein oder zwei. Hier unten ist genug Platz für noch zwei Lagerkammern und eine Schatzkammer nachher. Sollte ich vielleicht die mal setzen. So. Jetzt erstmal alle Truppen. Hier mit Sachen ausrüsten und Waffen sollten wir ihnen auch am besten ein paar geben. So.
Und zum Essen schicken wäre auch keine verkehrte Idee. So, da kann ich schon mal Bad hierher porten. Ja, sehr gut. Rüstung, Waffen werden geschmiedet. Oh, ich könnte noch Materialien umwandeln. Oder wenn wir gleich schon mal dabei sind, schon mal anfangen hier Glücksspiel für die Truppen. So. Glücksspiel für kostenlose Einheiten, meine ich. Dann könnten wir auch bald Trupp 3 zusammenstellen. Ein bisschen Gold haben wir ja schon. Fehlt auch noch ein bisschen. Als nächstes der Taurus, der Minotaure. Oder als nächstes, nee, als nächstes Frieden und Beute. Das mit dem Minotauren und so, das kann ich nach hinten anstellen. Hack und nochmal Hack. So, jetzt schlag die Wölfe zusammen. Autsch, das hat irgendwas gekillt. Dann darfst du jetzt dafür ran. Helden im Dungeon. Ich habe noch ein Sprenghühnchen irgendwo. Ja, das macht gleich Bumm. Irgendwie sind diese Helden ein bisschen gedeppert. So, sehr schön. Okay, Frieden und Beute freischalten. Den Trupp mal trainieren schicken. Ach was, wisst ihr was? Wir können beide Trupps hierher porten. Und das mal die Truhe aufmachen, hä? Ah, du Feuerhexenmeister. Eine neue kostenlose Einheit. Eben, Berserker. Nett. Okay, da waren schon mal 25 Schätze drin. Finde ich schon mal gut. Baue deinen Dungeon aus. Baue deinen Dungeon aus und schließe dich der Hexenmeisterin unterhalb des Berges an. Ah ja. Trupp 2 etwas zurückporten. Dass nicht schon wieder einer drin stirbt. Gut. Hier ist nichts mehr drin, dann will ich fast schon mal sagen, rahmen wir uns hier durch und gucken mal, was hier ist. Hier ist auf jeden Fall eine Höhle, die zwar noch unbewohnt ist, aber wer weiß, wie lange es dauert, bis sich das ändert. Ah, das war nichts. Das schon eher. Nein. Ja, so. Hier passen dann die restlichen beiden Gebäude noch hin. Ah. Ich brauche auf jeden Fall jetzt demnächst die Vorratskammer. Well, that gate is obviously bolted by some strange form of extremely powerful magic. And you know what? I sense an equally powerful presence in these caves. Life. Maybe what's it's the point? We'll just have to wait and see. Won't we? Okay, hier haben wir ein Oculus, noch ein Oculus. Oh, how tedious. Der eine Squad dahin, der andere Squad dahin.
Schicken wir sie erstmal essen und so weiter. Wenn Squad 1 gegessen hat, dann können wir ihm nochmal Materialien holen schicken. Für was? Wie viel brauche ich hier für 56? Okay. Achso, ihr seid auch schon fertig. Dann geht ihr auch mal was essen. Okay. Oh, da sind schon Stufe 3 Truppen drin. Sehr gut. Das bedeutet, ich kann Trupp 1 hierhin losschicken und kann hier schon mal die Vorratskammer bauen, die ich dann Frieden und Beute bauen kann. So, und dann wird es Zeit, dass ich Fallen platziere. Dumm. Mist. Naja, egal. Lassen wir sie mal da. Wobei, die sind da beide eh falsch. Die müssten da drüben hin. Zerstört die Fallen mal. Die sind da völlig falsch. Ups. Tolle Idee. Abkürzung entdeckt. Mist. So dicht kann ich nicht dran vorbeibauen. Ich könnte so dran vorbeibauen. Da müsste ich wenigstens nicht in meinem Karree rumlaufen. Ja, ist eine gute Idee. Okay, nochmal Frieden und Beute. Lagert jetzt jemand das Ding ein, bitte? Danke. Ah, 4 Punkte für den Minotaurus. Sehr gut. Und wir können uns unser Arcanum leisten. Das können wir hierhin pflanzen. So. Trupp 1 und Trupp 2 hierhin. Und dann machen wir hier den Durchbruch. Gucken wir mal, ob in dieser Truhe noch Gold drin ist. Das sind Level 1 Scheusale und Level 2 Okuli, die sich heilen können. Das habe ich ganz vergessen. Okulusse sind nämlich die Heilereinheiten. Schläft er da gerade oder liegt es daran, dass der Level 1 ist? Es könnte daran liegen, dass er Level 1 ist und die da Level 2 sind. Okulusse. Na, ja, klingt wirklich so ähnlich wie Betrachter. Das ist eine schöne kostenlose Einheit. Es fehlt nur noch eine, dann können wir das Ding schon mal wieder schließen. Wo ist Trupp 2? Ach, sind alle Truppen da. So, können wir den Okulus. Oder die Okuli. Say hello to the boys back home, dead one. Und die da oben noch. Dann haben wir schon mal unseren Dungeon freigeräumt. So, sehr schön. Und öffnen mal diese Truhe hier ganz vorsichtig. Beziehungsweise bevor wir sie öffnen. Kriegen ein paar Leute. Ach, Helden.